Hallo, grüß dich. Ja, im letzten Video, das ich gemacht habe, habe ich über das Thema Vergebung gesprochen. Da möchte ich noch ein Update machen, beziehungsweise ja, so ein bisschen ein verwandtes Thema auch noch einbringen, also über die Themen, ja, schuldig sein. Fehler machen, sprechen, also ja, eben nochmals die Frage aufwerfen, also bist du schuldig? Ja, bist du ein Sünder? Ja, vielleicht muss ich an dieser Stelle sagen, die Kirche, die ist ja nicht prinzipiell schlecht. Ich meine, da passiert sicher viel wichtig im Sozialwesen, Wichtiges, ja, im Sozialfürsorgewesen. Aber viele Menschen haben noch eingeprägt und ja, das kommt auch noch in heutigen Predigten vor, wenn ich da zwischendurch wieder mal reinhöre, ja, wird einem doch suggeriert, dass man eben sozusagen. Oder sonst wirst du durch die Blume auch gemacht, ja, du bist ein Sünder, du bist schuldig, ja, du hast da sehr, wie soll ich sagen, du hast da sehr ehrfürchtig zu sein und ja, und musst aufpassen. Und also, meine Meinung ganz klar dazu, dass du nicht weder schuldig bist noch ein Sünder bist, dass es lediglich darum geht oder darum ging, eben entsprechende Erfahrungen zu machen im Leben. Also es heißt, was vergangen ist, ja, eben wie ich im letzten Video gesagt habe, also es ist gut, wenn du dir selbst und auch anderen vergeben kannst, dabei ist es eben auch wichtig, eben dich nicht schuldig für irgendetwas zu fühlen, ja, sondern eben wirklich dazu zu stehen, was in der Vergangenheit war. Ja, das ist, ich kann es nicht genug betonen, das ist so derart wichtig, damit sich etwas löst. Ja, wirklich zu einer Sache, die in der Vergangenheit geschehen ist, zu stehen. Das fühlend zu bejahen, es als eine wertvolle Erfahrung anzusehen. Ja, weil in der Regel, du machst ja nicht etwas extra. Also ich denke mal, du möchtest sicher niemandem schaden. Also das sind die wenigsten, die wirklich schaden wollen, so von sich aus. Gut, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, schau in die Welt hinaus, wie es in der Welt aussieht, aber ich denke mal, also du, der diese Videos schaust, ich glaube nicht, dass du da jemandem etwas Schlechtes tun möchtest oder schaden möchtest. Und ja, und zwischendurch, ja, das kann geschehen, mal ein Streit. Mal eine Auseinandersetzung, mal irgendetwas, das du sicher nicht wiederholen würdest. Ja, ich auch nicht. Sowieso an dieser Stelle ist wieder ganz klar zu sagen, dass ich mich genauso wie du auf dem Weg befinde. Jeder befindet sich auf irgendeinem Weg. Und ja, jeder hat so seine Baustellen, so auch ich. Also, da bin ich überhaupt nicht anders und ich finde es einfach unglaublich also spannend, ja. Also seitdem ich das mache, sind natürlich schon mehrere Jahre, aber man muss das halt eben immer wieder tun. Ich finde es einfach sehr, sehr interessant, da eben möglichst in Frieden mit der eigenen Vergangenheit zu gelangen. Und eben dazu gehört auch eben ein Dazustehen, was in der Vergangenheit war, also was man selbst gemacht hat. Und also du sündigst nicht,
nicht, was ist schon Sünde, was da gewisse Kirchen oder Kirchenvertreter da uns mitteilen möchten, was ist das eigentlich überhaupt? Ja. Leben, die Erde, die ist eine Bühne, eine Spielbühne, eine Erfahrungsbühne. Wir sind dazu, Erfahrung zu machen hier auf dieser Erde, die, wenn man so sagen möchte, ja, die sind vielleicht nicht immer günstiger Natur, aber fühle dich da wirklich völlig frei, also beziehungsweise sehe das als in Ordnung an, beziehungsweise ja, schätze, wertschätze vor allem eben dich selbst auch und stehe voll zu dir und zu dem, was du gemacht hast und liebe dich selbst. Kannst es immer jeden Tag vor dem Spiegel machen am besten. Ja, das ist einfach noch wirksamer vor dem Spiegel. Da siehst du dich ja selber und dann nicht bloß mit Gedanken, sondern auch mit Gefühlen da voll reingehen und dich selbst lieben. Du kannst dich auch selbst streicheln, dich selbst wertschätzen. Ja. Und so eben auch mal, ja, wie soll ich sagen, eben auch mal vielleicht zu schmunzeln und vielleicht auch mal darüber zu lachen, auch dich selbst nicht allzu ernst nehmen immer und halt einfach auch im Bewusstsein zu haben, ja, okay, ich habe Dinge gemacht, die jetzt nicht so schlau waren oder die ich jetzt nicht mehr wieder machen würde, aber ich habe es gemacht. Also nochmals, das ist so wichtig, alles was gemacht wurde, wurde gemacht und das, und also es ist kein Fehler oder du hast keine Schuld an etwas, auch sagen wir familiäre Dinge, so kann man es noch sagen, Hochdeutsch, genau. Also sowieso immer daran denken, wenn du das Gefühl hast, du hast Fehler gemacht, also bist schuldig oder bist ein Sünder oder schlechter Mensch oder weiß nicht was. Also gut, ich habe kaum das Gefühl, dass du das denkst von dir, du seist ein schlechter Mensch. Aber bitte, bitte immer auch an die Gesetzmäßigkeit denken. Es braucht immer zwei, beziehungsweise noch besser ausgedrückt, es ziehen sich zwei Menschen an, oder von mir aus auch zwei Gruppen, aber ich bleibe jetzt mal bei zwei Menschen, die vielleicht die eine Auseinandersetzung haben oder hatten. Also es ziehen sich zwei Menschen an, die eine gewisse Erfahrung miteinander machen dürfen, sollen, müssen. Ja. Also es ist nicht der eine mehr schuld, der andere weniger. Ja, das gibt es nicht. Es findet irgendein Ausgleich statt. Es möchte irgendetwas geschehen. Und da gibt es sowieso, wenn wir schon von Sünder oder Opfer Schuldige oder so sprechen, streng genommen gibt es ebenso auch keine Täter und keine Opfer. Also es gibt keine Täter und keine Opfer. Natürlich, das ist mir völlig bewusst, also ich habe jetzt nicht etwas über den Durst getrunken, ist mir bewusst, was ich da ausspreche. Natürlich ist das schwierig, wenn Missbräuche stattfinden, wenn irgendwelche schrecklichen Dinge da geschehen, also einfach pauschal immer zu sagen, ja gut, also keiner ist schuld, kein Opfer, kein Täter, aber es werden einfach Menschen zusammengeführt, um Erfahrungen zu machen. Also für mich zumindest gibt es keine Fehler, die man macht, keine Schuldige, keine Täter, weil eben alles auf Ausgleich schafft, du bist nicht sündig, du darfst dich selber wertschätzen, du darfst dich selber lieben, du darfst dir auch ein gesundes Ego antrainieren, das in jeder Situation Stimmigkeit Ja und Nein sagen kann. Du darfst stark sein. Ja. Ich finde es schön, wenn beides vorhanden ist, zum Beispiel eben, weil ich jetzt vorher rasch das Ego erwähnt habe, also sowohl
ja, eine gesunde Eigensinnigkeit, gesunde Egozentrik, wie auch eine gesunde Sozialkompetenz. Ist doch beides gut, passt beides, soll beides vorhanden sein. Dann fühlst du dich sicher wohler, wenn du, als wenn du extrem in, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite bist. Gut, das ist ja im Prinzip schon wieder ein neues Thema. Ich sehe schon, ich sitze so gemütlich im Stuhl, fange mal über ein Thema zu reden. Und ja, dann kommt halt eben alles Mögliche auch noch im Kopf. Ach, das ist, du, ich sage dir, das ist so etwas Interessantes, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstwerdung. Auf was kann man schauen? Ja, wie soll das gehen? Und ganz wichtig, falls du bis hierher überhaupt gehört hast und nicht vorher aufgehört hast, zuzuschauen, zuzuhören. Ja, also, ja, ich wollte noch jetzt etwas sagen am Schluss. Ja, eben, es ist mir jetzt kurz entfallen, kann es auch geben. Aber mir ist es wieder im Kopf gekommen. Also vorher, wieder. Es ist einfach mal, also das ist wirklich immer wieder ganz wichtig zu betonen, ist ein Ansatz von mir, von uns, wenn ich von uns spreche zwischendurch, dann meine ich die geistige Welt, mit der ich auch in Kontakt stehe, das ist einfach, das ist jetzt einfach meine, unsere persönliche Ansicht und das muss nicht die alleine gültige Wahrheit sein. Bitte, bitte, du kannst dich gerne äußern, deine eigene Ansicht, Meinung, Erfahrung, Stimmigkeit, wie siehst du das? Also, ja, eben das mit dem Schuldigsein oder mit dem, ja, du bist ein Sünder oder, ja, oder bist du ein Opfer oder, also, jede Meinung ist gleichberechtigt, ja, also, ja, vielleicht magst du dich zu dem äußern, was ich jetzt gesagt habe. Am Anfang ging es eben vor allem stark darum, ja, bist du jetzt schuldig oder bist du ein Sünder oder bist du verantwortlich oder bist du, weiß nicht was, hast du da, ja, Mist gebaut oder was, was. Und da gegen den Schluss, ja, es kamen noch ein paar andere Dinge dazu, aber ja, äußere dich gerne, wenn du möchtest und ich wünsche dir ein möglichst gutes Wohlbefinden.